Ja, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, weil ich kann meinen Teil jetzt natürlich ein bisschen beschleunigt machen, weil zwei, drei Sachen schon vorweggenommen wurden. Und ja, ich gucke mal, dass wir die Sachen möglichst schnell so durchkriegen. Die Folien da sind ja jetzt schon bekannt. Und das hier ist so ein bisschen ein Bild, das zeigt, was wir eigentlich an Tagen jetzt hinter uns gelassen haben. Das heißt, wir haben einen OSM-Quiz-König gewählt oder er hat gewonnen und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war er sowieso Titelverteidiger. Also mal gucken, wie das nächstes Jahr ist. Vielleicht kann ihn endlich mal jemand besiegen. Schöne Blumen hatten wir, ein tolles Gruppenfoto. Wir hatten sogar ein Presseecho in der Passauer Neuen Presse. Wir sind die Konferenz der Weltvermesser und demnach ist freie GIS-Software bei Bundes- und Landesbehörden sowieso Standard. Also da hat die PNP vielleicht etwas dick aufgetragen, aber das soll uns an der Stelle nicht stören. Vielleicht liest ja irgendeine Behörde das und denkt, hoppla, das haben wir nicht und hat dann das Gefühl, sie müssen jetzt aber. Zwei, drei Statistiken noch. In diesen 3 Tagen hatten wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer jeweils über 200 Leute anwesend. Was ich interessant finde, ist, dass wir diesen normalerweise sehr deutlichen Peak am mittleren Konferenztag diesmal so gar nicht gesehen haben. Das heißt, die Leute, die da waren, sind, glaube ich, die Stamm-Foskis-Besucher tatsächlich auch sind, die auch eine Foskis immer komplett mitnehmen. Und das zeigen die Zahlen an der Stelle auch wieder. Unsere Dialoge am Inn, seit wir jetzt das Social Event sozusagen in die Konferenz integrieren und nicht als separaten Posten ausweisen, hat auch dazu geführt, dass wir prozentual mehr Leute jetzt bei den Dialogen auch wirklich haben, also beim Social Event auch mehr Leute teilnehmen. Und das ist, glaube ich, auch toll für den Austausch, den wir ja an der Stelle auch fördern wollen. Also das ist so ein Erfolg, den wir, glaube ich, auch beibehalten wollen. 152 Workshop-Teilnahmen und die Aussagen, wie denn von der Foskis-Konferenz erfahren wurde, deckt ein bisschen meine Aussage von gerade eben, dass ich glaube, es sind viele Stamm-Foskis-Besucher hier da. Waren Sie schon mal auf einer Foskis? War die mit Abstand häufigste Meldung dabei? Und als zweites, ja, man hat über Freundinnen, Bekannte und Kollegen, Kolleginnen erfahren von der Foskis. Das heißt, Mundpropaganda war zumindest für diese Konferenz so mit das Wichtigste. Umgekehrt heißt es auch, was wir gestern bei der Mitgliederversammlung auch besprochen haben, wir wollen da eigentlich wieder größer werden, wieder an den 500 Teilnehmern kratzen. Und das heißt auch für eine nächste Foskis-Konferenz, dass wir da das Bewerben der Konferenz einfach ein bisschen auch in andere Kanäle stellen müssen. Wer immer noch kein T-Shirt hat, weil er den Vormittag nicht genutzt hat, kann nach dem Zwischenhighlight heute noch am Welcome Desk sich eins gegen Spende mitnehmen. Die Höhe der Spende bleibt jedem selbst überlassen. Und ja, bei den Größen weiß ich gerade nicht mehr, wie die Verteilung ist. Erfahrungsgemäß sind es ja doch eher die Randgrößen, die da normalerweise noch vorhanden sind. Aber besser, sie sind weg, als dass sie auf irgendwelchen Speichern verrotten würden. Dann lieber tragen und nach außen tragen und gerne auch den Kollegen präsentieren, dass man auf der Foskis-Konferenz war, gerne mit zwei, drei T-Shirts, dann halten die auch mal eine ganze Woche. So, vorhin wurde es schon gesagt, deswegen überspringe ich die Folie eigentlich. 65 Videos, mittlerweile sind es wahrscheinlich schon mehr, sind jetzt schon auf dem YouTube-Kanal. Und wie lange dauert es eigentlich, Bastian, bis wir die im TIB-AV-Portal erwarten können? Nur eine Hausnummer. Da haben wir jetzt schon sehr viel Fortschritt mit den Metadaten gemacht haben, hier mit Andreas, hoffe ich mal, dass wir es irgendwie im Laufe der nächsten. Also gut, sagen wir in 2 Wochen spätestens dann auch im TIB-Portal. Ich nehme mal an, dass Sie so lange auch auf YouTube bleiben und damit keine Lücke entsteht. Aber Videos heißt natürlich an der Stelle, und jetzt komme ich so ein bisschen zum Danke an der Stelle an das CCC-VOC-Team,
Also was hier geleistet wird, auch mittlerweile natürlich mit viel Material, das dafür notwendig ist, wo einfach während Vorträge laufen, im Hintergrund viel geschnitten wird, viel abgestimmt wird, wo Leute in die Hörsäle rennen, um schnell noch mit den Audioeinstellungen und oder mit dem Weißabgleich was nachzustellen. Das ist einfach eine hervorragende Arbeit, die da seit mehreren Jahren geleistet wird. Das erste Mal tatsächlich, erinnere mich auch, war auf der Foskis-Konferenz in Heidelberg 2011. Und seitdem haben wir eigentlich eine super Videobegleitung. Das ist hervorragend an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank natürlich auch an die Geldgeber, sprich die Sponsoren, die bereit sind, hier sich auch finanziell zu engagieren und die Konferenz zu fördern. Das ist als Gold- und Silbersponsoren Wear Group und Geoinfo und die ganzen Bronzesponsoren, von denen wir dieses Jahr sehr viele hatten. Vielleicht können sich einige davon ja auch überzeugen lassen, nächstes Jahr vielleicht das Silbersponsoring zu wählen oder sogar den Angriff auf das Goldsponsoring zu wagen. Vielleicht, wenn wir da zu viele konkurrierende Interessenten haben, können wir vielleicht sogar irgendwann über ein Platin-Sponsoring nachdenken. Immerhin sind wir noch eine Konferenz, was woanders angemahnt wurde. Wir sind noch eine Konferenz, wo kein Esri-Gold-Sponsoring vorhanden ist, sondern wir sagen können, unser Gold-Sponsoring kommt in gewisser Weise noch aus den eigenen Reihen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir stolz sein können. Die Mediasponsoren oder Mediensponsoren, was TIB angeht und eben CCC VOC ist ja eh schon bekannt. Was jetzt für die Verlosung nachher noch relevant wird, ist O'Reilly, wo wir einige Bücherspenden bekommen haben. Diesmal sind auch ein paar andere Bücher dabei, als wir es sonst gewohnt waren. Die werden gleich in der Verlosung an glückliche Gewinner und Gewinnerinnen zu vergeben sein. Da gucken wir dann mal, wer hier sich glücklich schätzen kann. Den größten Dank allerdings an der Stelle müssen wir natürlich denjenigen aussprechen, die uns den Platz hier eingeräumt haben. Und das heißt konkret, dass wir uns bei der Universität Passau bedanken müssen und wollen. Dazu gehört die Frau Holzapfel natürlich vom Eventmanagement, die sicherlich auch ein bisschen Arbeit hier reingesteckt hat, um das möglich zu machen. Da gehört natürlich auch Professor Saurer und Professor Kosch dazu, die ja bei der Einführungsveranstaltung schon entsprechend Grußworte an uns richten konnten. Aber in allererster Linie natürlich Peter selbst, der einfach als Leiter des Lokalteams die meiste Arbeit, den meisten Stress hatte. Und er natürlich repräsentiert alle Leute, die er hinter sich hatte, die ihm geholfen haben, die in blauen T-Shirts überall unterwegs waren und diese Konferenz für uns einfach besonders angenehm gemacht haben. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an dein Team. Vielen Dank an die Universität Passau. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir, das ist aus logistischen Gründen jetzt direkt nicht möglich, aber dass wir dem Lokalteam noch im Nachhinein ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ja, das haben wir jetzt gerade nicht da. Deswegen sage ich jetzt auch gar nicht, was es ist, weil das kriegt ihr dann als Überraschung. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. So, wie geht's weiter? Es geht weiter natürlich 2018 mit einer Foskis-Konferenz und da ist der Status bis jetzt tatsächlich noch nicht geklärt. Ich kann also nicht jemanden bitten, nach vorne zu kommen und einzuladen offiziell, aber ich möchte zumindest die Gelegenheit nutzen, den aktuellen Stand deutlich zu machen. Wir haben zwei Interessenten oder Interessensbekundungen aus Bonn und aus Dresden. Und die aktuelle Vereinbarung ist, dass bis Mitte April hier von den beiden jeweils eine Bewerbung einzureichen ist, so wie wir das ja über unseren Call for Locations auch vorsehen und dass wir dann sehr schnell entscheiden werden, wo wir denn die nächste Foskis-Konferenz wirklich stattfinden lassen. Das heißt gegen Ende April und ich möchte es mal so sagen, vielleicht nutzen wir durchaus für sowas auch die Adressen, die wir jetzt hier von Ihnen als Teilnehmern haben, von euch als Teilnehmer haben, falls jemand
da nicht informiert werden möchte, wo die nächste ist, dann bitte ich direkt um Mitteilung. Aber ansonsten würden wir da uns vielleicht erlauben, eine einmalige Informationsmail zu schicken, dass wir da nicht einen Spam-Kanal aufmachen wollen, wo wir Sie darauf hinweisen oder euch darauf hinweisen, wo die aktuellste Kugis-Version zu kaufen ist. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das ist auch nicht unser Selbstverständnis. Also gegen Ende April ist zu erwarten, dass wir wissen, wo die nächste Foskis-Konferenz stattfinden wird. Und da lade ich, egal ob nach Bonn oder Dresden, auf jeden Fall hier jetzt alle schon mal herzlich ein. Und 2019, ja, das ist natürlich völlig offen, aber genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, früh genug, um zu sagen, jawohl, endlich aus dem Drive der Foskis-Konferenz Passau, ich möchte die Foskis-Konferenz 2019 ausrichten. Bitte nachher unbedingt mich, Katja, Dominik, irgendjemanden ansprechen und dann freuen wir uns sehr. Und dann können wir nächstes Jahr in Bonn oder Dresden auch ankündigen, wo die Foskis-Konferenz 2019 stattfinden wird. Jetzt geht's zur Verlosung. Die Verlosung ist ja ein fester Bestandteil und wir haben unterschiedliche Dinge, die es hier gibt. Die Bücher empfinde ich doch immer als Hauptpreise. Es gibt auch noch ein paar Trostpreise und ich brauche bitte die Losbox. Da hieß es, die wäre hier irgendwo. Und ich brauche die Glücksfee von draußen. Ah, sie kommt schon. Ja, sie hat gesagt, sie kann nur rein, wenn sie die Kasse irgendjemandem zu vertrauensvollen Händen geben kann. Und die hat unser Kassenprüfer. Das ist die vertrauensvollste Aufgabe. So, und ich mische die Schnipsel auch noch mal ein bisschen durch. Eine kleinere Schachtel haben wir nicht, aber die Schnipsel sind auch sehr klein. Das ist, passt schon. Und wir wissen ja, bitte einzeln rausnehmen. Zunächst gibt es die zweiten Preise. Das ist, sind einerseits schön in Holz gehaltene Powerbanks von unserem Goldsponsor. Und das sind Kugelschreiber-Sets, hochwertige Kugelschreiber von O'Reilly. Da haben wir insgesamt 4+3. Bitte mal zügig ziehen, weil die Leute wollen ja nach Hause. Oh, das sind ganz neue Loszettel. Die Nummer 10. Bitte nach vorne kommen. Lieber ein Kugelschreiber-Set oder eine Powerbank? Eine Powerbank. Eine Powerbank ist praktisch ein verlängerter Akku fürs Handy. Genau. Ja, genau, langsam. Genau, dann auch überreichen, Glücksfee. Die Nummer 43. Vielen Dank. 43. 1, 2, 3. Vorbei. Pech gehabt. 146. Powerbank oder Kugelschreiber-Set? Powerbank. Gut, der nächsten. 260. 260. 1, 2, 3, vorbei. Ja, kommt schon. 2. Wer hat die 2? Die 2. Niemand hat die 2. 1, 2, 3, vorbei. Die 104. 104. Man muss dazu sagen, dass insgesamt ja an der Online-Umfrage gar nicht so viele teilgenommen haben. Was wir schade finden. Das heißt, die Gewinnchancen sind relativ hoch, insbesondere wenn die Leute gar nicht da sind. 104, vorbei. 119, 119, 119, 1, 2, 3, vorbei. Die 39, 39, 3, 2, 1, keine 39. Die Nummer 93. Ah, Powerbank oder Kugelschreiber-Set? Zweihundertvierzig, 240, 3, 2, 1, vorbei. 172, aha. Kugelschreiber-Set oder Powerbank? Kugelschreiber-Set. Bitte schön. Da gibt es sogar Fotos davon.
Ja, natürlich gibt es ein Foto. 38. 38. 3, 2, 1. Ich glaube, es sind von allen ausgeteilten Bögen hier Zettel drin und nicht mehr von denen, die die Umfrage auch ausgefüllt haben. Nummer 5. 5. 5. Vorbei. 87. Powerbank oder Kugelschreiber? Gut. War die letzte Powerbank. Also. So, habe ich hier an den Rand gelegt. Bitte einfach daneben. Nächste Zahl. 270. Also die Kugelschreiber sind wirklich schön. Ich habe die ja fürs Foto hier auspacken müssen. So, achso, und ich glaube, die Übergabe wird jeweils fotografiert, deswegen. Okay, bitte nächste Übergabe. Und ich gucke jetzt so. So. Das letzte Kugelschreiber-Set, bevor wir an die Bücher gehen. 7. 7. 7. Vorbei. Das war schon. Das war die. Ach, das war schon, gut. 99. 9 und 9. Oh, nein. Ja, Frau Kolbeide. Ist die 66 da? 90. Wenn die Antwort jetzt gekommen wäre, erst nachdem ich gefragt, nein, aber wir haben es ja vorher gesagt, ist die 99 da. Ich glaube, es sind auch Neuner. Das ist schwierig. Nee, da eher gesagt. Ja, machen wir die 99. Die 9 nochmal gleich. Ja. Jetzt bin ich bei einem Fake-Foto so. Also der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ne? Das ist ja eh klar. So, jetzt geht's an die Hauptpreise, an die Bücher. Und wie auf dem Foto zu sehen ist, sind es nicht nur die 7 Bücher, die hier vorne zu sehen sind, sondern O'Reilly hat auch noch 2 Gutscheine, die alternativ möglich sind, dazugelegt für ein E-Book deiner Wahl aus dem kompletten deutschsprachigen O'Reilly-Programm. Die 300. Sehr schön. Oliver, hast du dich schon für ein Buch entschieden? Die 182. 182. Ah, jetzt geht das ja langsam. Jetzt kommt die Idee. Welches Buch? Ja, gehen wir mal in die nächste Zahl. 202. 202. Ja, komm mal fürs Foto, bitte. Ja. 202. Nicht dabei. Herzlichen Glückwunsch. Und bitte den nächsten. So. 298. 298. 298. Ah, tatsächlich. Also alle, die jetzt noch nichts haben, schon mal ein Buch aussuchen. Welches ist es denn? Datenanalyse mit Python. Ja, komm, ein Foto. Also, und schon mal den nächsten Zettel. Ah, das ist wieder so einer. 69. 69. Da hofft jetzt irgendjemand, dass niemand Ja sagt, weil er die 96 hat. Nein, auch keine 96. Okay, das macht es leichter. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber... Ja. Am Mittwoch waren es Datum und Uhrzeiten... Hier fehlt die 7 am Ende, weil das ist die 133. Sehr schön. Welches Buch soll es sein?
Ja, einen Gutschein habe ich hier noch. Also den Gutschein. Die 94. Jetzt sind keine Gutscheine mehr da. Und ich sehe auch nur zum Teil, welche Bücher da noch stehen. Gerade den nächsten schon mal. 94 für die Übergabe. 22. 22. 22. Zu mir. 22 nicht vorhanden. Dann die 232. 232. Knapp. Knapp daneben scheinbar. Entnehme ich. Okay. 264. Wie viele Bücher haben wir denn noch? Drei. Kleine Scrum ist noch da. Also 264. Welches Buch soll es sein? Routineaufgaben mit Python automatisieren. Sehr schön. Und die 252. 252. Nachher möchte ich wissen, was für eine Nummer da eigentlich vorliegt. Nochmal so eine, die vorne und hinten eine 2 hat und in der Mitte eine 1. 212. 212. Mit der Pissergröße. Drei Bücher gibt's noch. Ja, ich wollte schon nur wissen, was das mit der Informatik ist. HTML5-Programmierung, Falk? Scrum. Okay. Jetzt verbleiben noch zwei Stück. HTML5-Programmierung von Kopf bis Fuß und AngularJS. 28. So, jetzt gucken wir mal, was sich Andreas raussucht und was für die 170 übrig bleibt. 170, 170, da oben auf der Galerie, AngularJS. AngularJS für die 170. Dann wird es jetzt Zeit. Man soll sich auch immer mal wieder neue Felder erschließen, da passt es doch gut. So, das heißt, dieser Tradition sind wir auch nachgekommen. Und wie gesagt, ich will nachher wissen, was für eine Nummer das war. 272? Ja, ich dachte es mir. Ja. Die ist wohl noch in der Schachtel. Schachtel ist das Stichwort für alle, die jetzt leer ausgegangen sind. Auch die Person mit der 272. Wir haben ja traditionell immer so eine kleine Krabbelbox noch mit Trostpreisen. Die werde ich dann nachher oben am Ausgang oder einfach ja zwischen die Türen draußen stellen. Da kann sich jeder auch noch mal ein bisschen was mitnehmen. Da sind Streichhölzer von O'Reilly drin, Aufkleber, Feuerzeuge, alles, was man so brauchen kann. Und da kann jeder dann sich noch so ein kleines Andenken mitnehmen. Ein kleiner Hinweis noch, wer was verloren hat, gab es durchaus Fälle. Unser Lost and Found Desk ist bei der Glücksfee draußen. Erstmal an der Stelle jetzt vielen Dank. Hätte ich jetzt fast vergessen. Damit darfst du die Kasse wieder an dich nehmen, deinen Platz oben beziehen, dass jemand, der Lost and Found abholen möchte, das auch tun kann. Wer also was verloren hat, vermisst oder vielleicht jemand gar nicht weiß, ob er was verloren hat und einfach mal nachfragt, ob was dort hinterlegt wurde, was ihm gehören könnte, dann lässt sich das an der Stelle klarstellen. Die Nächte waren ja mitunter sehr lang, habe ich mir sagen lassen. Von daher lässt sich jetzt nur noch die Frage stellen, wann geht's weiter? Gleich geht's weiter. Das heißt, ab 14.30 Uhr draußen mit dem traditionellen Sektempfang des Foskis e.V., der aber immer am Ende der Konferenz oder zumindest des klassischen Konferenzteils ist.
wer Zeit findet vielleicht auch, weil wir nachher die Sachen schnell leerräumen müssen, kann vielleicht auch mit einem Glas Sekt in der Hand dabei helfen, noch ein paar Tische zusammenzustellen. Und ab 16 Uhr dann im Hörsaal 13 drüben startet dann die Qualitätsoffensive OSM mit einem Mapping. Das wurde ja auch sogar in der Passauer Neuen Presse angekündigt. Vielleicht kommen da sogar aus Passau auch neue Leute hinzu. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Und morgen dann auch im Hörsaal 13 startend die OSM Unconference. Auf den Stellwänden draußen oben am Foskes-Stand stehen auch schon ein paar Themen, die da besprochen, bearbeitet werden sollen. Ansonsten bleibt mir nur eine gute Heimfahrt zu wünschen all denen, die die Konferenz heute schon verlassen und auch denen, die natürlich übers Wochenende irgendwann heimfahren. Kommt gut nach Hause und bis nächstes Jahr in Bonn oder in Dresden.